Podcast, die haben mich angerufen und die haben eine kleine Überraschung für uns. Was das ist, weiß ich selber noch nicht. Ja, ja, ich lasse mich überraschen. Mal, Sascha, dann gehört Ihnen eine halbe Stadt. Guck mal, Lexus, Suzuki, Toyota, Fiat. Extrem viel. Ihr habt die ganze Stadt übernommen hier. André, hi. Hi, alles gut? Wie läuft's? Alles gut. Corona, wir leben noch. Ja, alles gut. Wir haben jetzt mal ein bisschen Zeit. Ja, das stimmt. Aber Gewerbegeschäft läuft, Online-Geschäft läuft, alles gut. Werkstatt rappelvoll. Und hätte ich mal nicht so viele Kunden, können wir uns mit schönen Autos an. Ach, komm, so, ich hab dir mal mitgebracht. Da bin ich gespannt. Ich habe jetzt Präsentation gesehen, war ja vor kurzem. Ja, die war im November, Dezember. Und mittlerweile müssen wir sagen, wie ganz, ganz knapp vor dem Punkt, dass das Auto gar nicht mehr gibt. Weil es gibt ja Produktion nur bis August. Okay. Bestellmöglichkeit offiziell bis Juli. Und so wie es aussieht, ist die Produktion im August innerhalb dieser Woche noch zu Ende. Das heißt Ausverkauf. Wir kriegen mehr Aufträge auf den jetzt als überhaupt auf den gesamten Jahres. Nee. Ja. Woran liegt das? Ist das Auto so technisch absolut abgehoben? Es das gibt kleine Auto? In der Klasse gibt es kein Auto. Es gibt ein Auto mit so viel Leistung, aber kein Allrad. Und der Knaller ist, die Japaner haben mal wieder, die Trick ist immer, verstellbares Allrad. Das heißt, du kannst die Leistung so regeln, ob du mehr auf der Vorderachse oder mehr auf der Hinterachse haben willst. Das heißt, den gibt es ja auch ohne Performance-Paket, das ist ja nur die Differentialsperre, die meiner Meinung nach gar nicht jeder braucht. Aha. Ja, nur wer jetzt extrem Rallyes fährt, wer auf losem Untergrund fährt oder wer jetzt Slalom mitfahren will, das ist ja ein Rallye-Auto eigentlich. Das heißt, wenn du durchdrehende Räder hast, nur die Leute brauchen ein Performance-Paket. Aber die Welt glaubt wieder, wir brauchen alle ein Performance-Paket. Ich brauche immer Performance-Paket. Ja, ja. Doch, Sascha, wir brauchen also alte Frauen. So, ja, schön. Dann was, bevor wir so viel quatschen, fahre ich jetzt mal. Nein. Und damit du weißt, wie geil er bei uns ist, haben wir dir heute noch einen LFA besucht. Die Entwicklung vor 10 Jahren, die heute noch seinesgleichen sind. Ja, dieses Auto wird mittlerweile für mindestens doppelte Geld gehandelt. Davon sind 16 in Deutschland gekauft. Nur 16 Stück? Nur 16 Stück in Deutschland. Boah. Weltweit 500. Alle weg. Du musstest ein gutes Jahr vorbestellen, musstest, weiß ich, 150.000, 100.000 Euro anzahlen. Und dann kriegtest du in einem Jahr dieses Auto. Aber wenn ich ehrlich sein soll, wenn du dem jetzt zwischen ganz neuen Autos hinstellst, das sieht aus wie die neuen. Das war der Technologieträger. Ah, okay. In diesem Auto wurde die L-Finesse begründet, in diesem Auto wurde das Design begründet und der RCF ist ja eigentlich, ist dann der kleinere Bruder daraus. Oh, okay. Weil der RCF hat ja auch 477 PS, aber als Achtzylinder. Mhm. Das ist das Technologieauto. So, da hat man damals den Original Formel 1 Motor in das Auto gebaut. Krass. So. Und die Welt, also die amerikanische Welt weiß das und die japanische Welt, aber in Europa wissen das einfach viel zu wenig. Okay. Ja.
Übel. Echt. Heftiger Ding. Heftig. Ich habe noch nie einen live gesehen. Nicht mal auf der Messe habe ich leider live gesehen. Gut, ist ja 2010. Aber krasses Ding. Ich weiß nicht, ob man es im Video hier auf der Kamera hören kann, dass er so brutal ist. Also wenn der Nähe von Wesel ist, gerne hier mal gucken kommen. Wirklich. Sehr interessant für alle Autoliebhaber. Stehen echt schon ein paar schöne Autos. Viele YouTuber sind sehr begeistert von dem Toyota Yaris. Deswegen kamen wir auf den Trichter, dass wir einen Toyota Yaris fahren. Ja? Weil ich kann mir das schwer vorstellen, dass das Auto wirklich so viel Performance hat und so wirklich ist, wie bei den meisten YouTube-Videos hier. Deswegen, ich überzeuge mich immer selber. Guck mal her. Ich bin gespannt. Also wirklich viele, viele sagen, das Auto ist wirklich geil. Ich muss mich selber überzeugen. Auch Toyota Yaris mich überzeugt. Und ich muss eins sagen, es gibt viele Überraschungen. Ja, also vor 21 Jahren, wo ich angefangen habe, haben wir viel Toyota umgebaut. Toyota MR2, Corolla, Celica und. Also wirklich, da war sehr aktiv. Irgendwann hat es ein bisschen verloren, wo wir Prior gegründet haben. Da sind wir schon eher auf Mercedes, Audi, BMW gegangen. Und hat sich ein bisschen die Marke Toyota verloren. Was sagst du zum Auto? Wie gefällt dir die? Mega, ja. Sehr klein und ich bin gespannt, wie sich das fährt. Ja. Der Fuß ein bisschen anders, ein bisschen Spoiler, ein bisschen hier. Ich hatte so eine kleine Fantasie, wie ich das Auto verändern würde. Ja, Welser kann nicht die Finger weglassen. Wide Body? Nein, ich glaube nicht. So. Ja, hi. Christian. Einmal. Hi, Andreas. So. Einmal. Tschack. Eine Runde um den Block, ein bisschen Spaß haben. Schön. Ja. Bitte schön, passt auf. Machen wir. Boah, geil. Sieht gut aus. Ne? Hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Kann man das ein bisschen runter machen? 3600 Kilometer gelaufen, also können wir Action machen. Guck mal, die gucken. Ah, hast du gesehen? Ja. Der Belzec fährt einen Toyota. Nein, das ist halb so schlimm. Der Belzec fährt einen kleinen Toyota Yaris. Genau, Yaris, das Yaris, ist das. Das ist das. Aber geil, das Auto ist nicht schlecht. Viel Luft, ne? Da ja. Oben. So ein bisschen einfahren. Damit der warm wird, ne? Was sagst du? Gott, war geiles Feeling, ne? Das ist krass. Das ist echt extrem klein, ne? Mhm. Ich kenne mich hier gar nicht aus im Wesel. So, was würden wir ändern hier, Sascha? Wenn wir jetzt an der Ampel stehen. Drinnen wahrscheinlich nicht viel, oder? Ja, klar. Carbon. Carbon. Also einfach. Ich glaube aber für so ein... Wo ist der Knopf? Hier. So, weg. Für so ein kleines Rennauto ist das besser, dass du nicht die ganzen wilden Tachos hast. Ne? Deswegen auch hier bei dem McLaren, ja, ja. Wenn du zum Beispiel Rennen fährst, da hast du ein schönes digitales Display, fährst du ein Rennen, hast du nur so ganz, dreht sich das Ding um und dann hast du fertig. Mhm. Aber auch von dem Design, guck mal, das ist alles so, ne? Wisst ihr das? Ja. Was ich meine? Alles geschwungen so. Alles so geschwungen, alles so überall schöne Linien. Ja. Und das fühlt sich natürlich nicht schlecht an. Viel Fächer für so ein kleines Auto. Ja. Ach, ich habe mein Handy hier reingetan. Guck mal, dafür ist er da. Oh, was habe ich denn? Warte, ich habe einen Knopf gefunden. Da. So eine kleine Scheibe, 10 GoPros. Oh, cool, das war. Ui. Geil. Was hast du gedrückt hier? Ja, weiß ich, Track. Gut, war auf Track hab ich den gemacht. Geil. Boah. Geiles Ding. Gut, war der Belzec. Oh, geil. Klar, ich hätte gerne Automatik, aber das ist eine Ballerkiste. Geil. Das erwartet
niemand von einem Yaris. Niemand erwartet das. Ja, gut, ich kenne nur Yaris. Ich weiß, viele werden sich jetzt aufregen, viele Männer, aber das ist für mich so ein schönes Auto. Von meiner Frau war das Lieblingsauto früher. Ich meine es nicht böse, ich meine es beim besten Willen. Ich würde das Ding, mir gefällt er. Also, ne? Nur so typisch Yaris, das ist nicht GR. Ja, GR natürlich, das Ding ist natürlich ein bisschen mit Dampf. So Standard. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, also. Ich glaube, das ist so. Viele Frauen fahren hier vor dem Kindergarten, siehst du so ein Toyota Yaris oft und so weiter. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Nein, nein, viele, ich habe einmal im Video gesagt, Fiat 500 fahren nur Frauen. Oder meistens so, das muss man mal so gucken, wie ich das sage, ja, oder hören, wie ich das sage. Ja. Ich sage meistens, ja. Wir müssen ja auf die Autobahn. Trocken, Navi. Guck mal, Kurve, Junge. Kommt jemand? Nein. Festhalten. Also ich muss eins sagen, von dem Supra war ich nicht so hardcore begeistert wie von dem GR. Also von dem Yaris. Porsche GT4 oder irgendwie sowas wollte ich mir holen. Aber brauchen wir nicht. Wieder auf der Autobahn drauf, oder? Ja, sicher. Oh Gott. Cool, geiler Ding. Geiles Ding. Oh nein, das Fuß. Also ich habe schon lange. Lange nicht so viel Spaß gehabt bei einer Probefahrt. Ohne Scheiß. Nee, ich auch nicht.
und ich sitze nur daneben, ne? Ey, du musst das Ding gleich fahren, ohne Scheiß. das ist nicht normal. Das ist kein Yaris, Alter. Geiles Ding. Also meinst du, hat ein Potenzial? Also ich optisch, okay, schlecht ist er nicht. Nee. Ja, das sieht schon so ein bisschen wie so ein kleiner Giftzwerg. Aber dass der auch hier am Motor so abliefert, Halleluja. Oder wir bestellen uns nachher mal so ein geiles Rennstreckenauto. Sollen wir? Gut, war der Belzer kaufen Yaris. Hätte ich niemals gedacht. Nein. Oh, Urus. Urus. Aber den finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht meins, ne? Urus. Optisch gesehen? Ja, nur generell. Vom Gesamtkonzept. Belzec findet dem Yaris besser als Lambo. Nein, war nicht so gemeint. Gar nicht vergleichbar, also wir können das auch nicht vergleichen, aber. Aber ey, das Ding scheppert. Oh, ein bisschen checken, Musik checken. Also. Kraft, ne? Ja, kleiner Flitzer. So ein kleines Ding, ne? Ich glaube, wenn du das Ding chippst, ne? Machst du eine Rückwärtsrolle, wenn du vor Vollgas gibst. Gehört alles dir? Krass. Jo. Herr Belzec. Das Piepsen war nicht umsonst, wenn die Autos da stehen. Aber geile Funktion. Also, ich gucke nach rechts. Oh, Lackers hier, Lackers da. Weißt du, guck nach rechts. Und dann vorne stehen die. Aber ich glaube doch, wir kaufen die doch nicht. Nein. Ich werde aggressiv. Fahren hier. Ich fühle mich wie so mit 18, wenn man gerade den Führerschein bekommt. Mhm. Na, lass uns doch mal. Ich würde sagen, wir machen ein Konzept. Nee. Komm. Wir kaufen und machen das ein Konzept. Ich finde es geil, das Auto. Ich habe schon ein Konzept im Kopf. Okay. Während du gefilmt hast, habe ich schon hier meinen Film laufen lassen. Ist er schon fertig eigentlich? War der schon fertig? Im Kopf ist er schon fertig. Ich muss ihn nur ein bisschen auf den Computer bringen. Aber so Lexus, dass die Marke sich nicht so durchsetzt extrem, nee. Ne? Komisch, aber ne? Ich finde die Autos optisch fett. Mhm. Du kannst sagen, was du willst, ne? Also wir mussten, die ganze Fahrt haben wir gelacht. Ja. Stimmt. Das Problem ist, das Auto sieht nicht, der sieht schon sportlich aus, klar. Nur man erwartet das von dem Auto doch nicht. Also das, was der kann. Also genau. Wenn du drauf sitzt, ja, das ist zwar ein kleines Auto, aber der hängt halt sofort am Gas, ne? Ja, also, der ist wirklich sehr zügig. Der ist sehr zügig, aber schön. Ja. Der hat auch schon ein paar Kunden gehabt, die damit auf die Rennstrecke gehen, also wirklich fast ausschließlich. Ehrlich jetzt? Ist er wirklich so rennstreckentauglich? Ja. Ich war noch nie auf der Rennstrecke, deswegen kaufen wir so ein Auto und fahren wir auf Rennstrecke. Belzec mit der Rennfahrer. Kriegen wir Rabatt? Bisschen. Ist bei dem Auto schwierig, also sind mittlerweile in halb Europa schon ausverkauft, kannst du gar keinen mehr bestellen. UPE. Ja, okay. So verkaufen wir die aktuell, eben weil die Anfrage so enorm ist. Okay. Also kein Rabatt. Habt ihr einen schwarzen? Wir haben, ich glaube, keinen schwarzen. Also nicht hier zum Zeigen, kann ich dir jetzt gar nicht zeigen, aber... Verfügbar. Verfügbar. Ich bin so ein Typ, ich warte nie lange. Wasser kommt nicht. Das für die Kunden, die Rabatt wollen. Weißt du, ich stehe hier, normalerweise hängt da so ein Eimer mit kaltem Wasser. Damit der Belzec wagen wird, kein Rabatt. Ich mach was fertig und dann, das hast du schon kaputt gemacht. Ich mach nochmal was. Ja, mach so ein Dings hier, ich unterschreibe das und dann morgen früh holen wir um 8 Uhr unseren neuen Wagen ab.